Es geht um Aufbruch heute Abend, aber es führt ja nicht jeder Aufbruch auf den gewünschten Weg. Sommer 2009, 5 Jahre zurück, beginnt so ein Aufbruch, der nicht auf diesen Weg geführt hat, auf den er führen sollte. Es beginnt mit der Wut über eine offensichtliche Wahlfälschung durch die Herrschenden. Vor allem die jungen Menschen in den Städten in dem Land, von dem wir reden, fühlen sich um ihre Zukunft betrogen, um eine Zukunft, die sie sich viel moderner vorstellen als die Herrschenden. Also organisieren sie sich, sie verabreden Protest über die digitalen Kommunikationsnetze und sie schicken über diese Kommunikationsnetze ihre Welt, an die Welt ihre Botschaften, als dann das passiert, zurückschlägt. Es setzt seine Schlägertrupps in Marsch, Netze werden gedrosselt, Kommunikation wird verhindert, mit Gewalt Schüsse fallen, Menschen sterben auf den Straßen und die grüne Revolution im Iran wird unterdrückt. Und im Iran ändert sich nichts. Oder doch? Unser nächster Gast ist Nassim Gardini, selbst im Iran geboren, und sie wirft mit uns einen Blick zurück auf diesen Aufbruch und fragt sich, was 5 Jahre danach von diesem Aufbruch bleibt. Nassim. Hallo, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich bin Nassim Gardini, wie gerade schon gesagt worden ist, und ich bin jetzt seit 2009 aktiv in der Menschenrechtsbewegung für Iran und freue mich auch, euch heute etwas darüber zu erzählen, was damals war, was heute ist und was wir daraus lernen, und fange auch direkt mal an. The Art of Change. Das Bild, was Sie hier sehen, das habe ich bewusst gewählt, weil das Bild hier hinter mir ist ein Bild von Icy and Sot. Icy and Sot sind 2 junge Stencil-Künstler aus dem Iran. Sie kommen aus Tabriz und haben bedeutungsvolle und wirklich tolle künstlerische Arbeit geleistet, besonders auf den Straßen Teherans. Besonders, also die internationale Aufmerksamkeit und auch Auferregnis, sage ich mal, erhielten die 2 Jungs besonders dadurch, dass sie jeden Weg gegangen sind, nur nicht den sicheren. Denn Street Art oder auch Musik, Film oder Comiczeichnung, Entschuldigung, ich bin sehr nervös, sind kreative, aber auch provokative und intellektuelle Maßnahmen, um seine Gedanken irgendwie einen Freiraum zu geben. Sie sind Teil der Kunst geworden und sie durchbrechen den Einheitsgrau der Städte, indem sie auch farbige Denkanstöße setzen, Akzente setzen, die Leute zum Nachdenken anregen sollen. Sie sind der Ausdruck einer von kritischer Auseinandersetzung, von sozialen, kulturellen oder ökonomischen Auseinandersetzungen. Und genau diese subversiven Künste sind es die, die maßgeblich daran verantwortlich sind, dass freie Demokratiebewegung zu Beginn ihrer Zeit in der Öffentlichkeit ein Gesicht bekommen. Sie kriegen eine Geschichte und man merkt ganz schnell an diesen versteckten und latenten, latent ist falsch, aber man merkt sehr schnell daran, dass diese Gedanken, die Gedanken, die hinter diesen subversiven Künsten stehen, nicht auszumerzen sind. Man kann sie nicht ausrotten und man kann sie auch nicht hinter Gefängnissen stecken. Und Gedanken sind unsere stärkste Waffe. Das sagt auch Ferdinand Foch. The most powerful weapon on earth is the human soul on fire. Und mit diesem Soul on fire sind die Jugendlichen in Iran auf die Straßen gegangen. Das Ende einer unnötigen Krise und der Aufbruch zu neuen Horizonten heißt es jetzt seit 2013. Mit dieser Headline eröffnete der neue iranische bzw. die iranische Delegation bei den Atomgesprächen in Genf im Oktober 2013 die Eröffnungsrede. Das verheißt viel. Es schafft Hoffnung. Und wieder kommt dasselbe Gefühl auf wie kurz vor 2009. Wir sind aufgeregt, euphorisiert dadurch, dass es in Iran Aufbrüche gibt, dass es wieder zu zivilen Zuständen kommt und dass Menschenrechte nicht verletzt werden. Und das glaubt auch das internationale Publikum. Das internationale Publikum und wir alle, wir glauben das. Wir glauben seit dem neuen Amtseintritt von Rouhani,
Entschuldigung, dass der seit 2009 lang ersehnte iranische Frühling, von dem alle sprachen, dass der wieder in der Luft liegen würde. Man redet von einem aufblühenden Iran. Es ist auch wirklich tatsächlich, diese Papiere, tut mir echt leid. Es ist auch wirklich tatsächlich sehr ruhig geworden auf den Straßen in Iran. Sehr ruhig. Aber in mir und in vielen anderen wirkt diese Skepsis, diese Ruhe, eine große Skepsis. Wo sind sie alle hin, all diese Menschen, die hier sich vor der Freiheitsstatue versammelt hatten? An den wichtigsten Plätzen Irans haben sich Tausende, Millionen von Menschen, hier sogar 2 Millionen Menschen versammelt gehabt, um auf die Straßen zu gehen und zu protestieren. Wo sind sie alle hin? Das fragen wir uns heute. Erst hieß es, wo ist meine Stimme? Dann heißt es, wo ist mein Freund? Und jetzt heißt es, wo ist die Bewegung? Das fragen wir uns alle und auch vielleicht berechtigt. Aber eins wissen wir, und das ist, dass der Fortschritt dieses Aufbruchs einfach nur barbarisch unterbunden wurde. Man hat das gemacht, indem man die klügen Köpfe dieser Bewegung einfach in Gefängnisse gesteckt hat, von der Straße geholt hat und somit diesen Aufbruch, diejenigen, die die demokratische Bewegung hätten voranbringen können, einfach eliminiert hat. Eliminiert von der Öffentlichkeit. Einfach weg. Und wir denken, es hat sich geändert? Nein, leider nicht. Auch jetzt, kurz vor den Präsidentschaftswahlen 2013, also ist noch gar nicht mal so lange her, gerade mal ein halbes Jahr ist es her, dass die iranische Regierung wieder mit brutalster Kraft gegen seine Kritiker vorgeht. Das iranische Informationszentrum verhängt im Februar 2013, also 4 Monate vor den Wahlen, eine absolut unerklärliche Nachrichtenblockade. Und wieder werden Dutzende von Journalisten hinter Gitter gebracht und werden der Spionage bezichtigt. Und auch nur vermeintlich kritische Aktivisten werden erpresserisch gelähmt. So ist es. Und das wissen wir auch, und das weiß auch Amnesty International. In ihrem Bericht vom 12.06., auch 1913, prangern sie wieder eine Welle von Repressionen an, die im Iran stattfinden. Willkürliche Verhaftung, Folter und Exekution. Und das ist das, was heute real noch im Iran stattfindet. Und das beweist uns auch Amnesty mit ihrem Bericht über die Menschenrechte im Iran. Das heißt, im Iran hat auch diesmal wieder keine faire und keine demokratische Wahl stattgefunden. Auch wenn wir es glauben, auch wenn es vielleicht ein kleines Stückchen dahin ist. Aber es ist noch nicht das Ziel, was wir unter demokratischen Zielen verstehen. Das bedeutet, dass Iran immer und immer wieder ein nationales Trauma erlebt. Die gewalttätigen Vorgehensweisen des Regimes durch Tyrannei, systematische Verfolgung, Folter und Exekution sitzen wirklich tief in den Seelen der Iraner. Aber nichtsdestotrotz, wir fragen uns nochmal, ist es wirklich still geworden auf den Straßen Irans? Oder wurde die Stille erzwungen? Wissen wir nicht. Wissen wir nicht, und es gibt diverse verschiedene Meinungen darüber. Es gibt auch welche, die sagen, nein, der Iran blüht tatsächlich auf. Vielleicht tut er das auch hier und da an einigen Ecken. Aber ich bin der Meinung, es ist noch ein sehr, sehr langer Weg, ein sehr, sehr langer Weg dazu, dass Iran frei wird. Aber was wir wissen und was auch alles bisher bewiesen hat, die letzten 5 Jahre bewiesen hat, ist, Polizeigewalt, Zensur und Repression können die Schreie eines stillen Volkes nicht unterdrücken. Sie können nicht ausgemerzt werden. Und sie können auch nicht vergessen werden. Genauso wenig sind die Bilder vergessen, die im Netz kursieren. Unzählige Nachrichten auf Twitter, Facebook und YouTube-Videos erinnern uns immer wieder daran, was passiert ist. Impressionen von Frauen und Männern, die für Rechte einstanden und sich unerschrocken gegen das brutale Regime und deren Sicherheitskräfte gestellt haben. Für viele von uns sind diese Bilder noch so frisch vor Auge, als ob es gestern gewesen wäre. Für viele von uns sind es emotional schwer zu ertragende Bilder, weil das da drinnen viele von denen, die dabei sind, vielleicht unsere Brüder waren, unsere Schwestern, Cousinen, Familien, Väter. Wir wissen es nicht, aber wir wissen eins,
Es haben unzählige von jungen Menschen damals und so wie auch heute es immer noch passiert, ihr Leben für Demokratie und Freiheit gelassen. Das Video kursierte übrigens auch im Netz und wurde zusammengestellt von Freedom Messenger. Die Twitter-Revolution. Das ist das, von wo alle gesprochen haben, kurz nach den Wahlen. Gemeint war aber damit tatsächlich die Rolle des Netzes innerhalb dieser gesamten Bewegung. Das Times Magazine nannte Twitter als einen der, also nannte es als gar dem Medium der Twitter-Revolution. Und einen Webby Award gab es für diese Twitter-Revolution auch als einer der 10 ergreifendsten Momente im Internet des vergangenen Jahrzehnts. Schnell haben wir festgestellt, dass die modernen Kommunikationsmittel einen alternativen Nachrichtenfluss bieten, neben den bereits existierenden Medienstrukturen. Und das ist das, wo wir auch denken, dass wir da was geschenkt bekommen haben. Die heimlich gedrehten Handyvideos, die Tweets und Nachrichten konnten schnell hochgeladen werden und man konnte so schnell für schnellen Informationsfluss sorgen. Iranische Blogger informierten die Welt darüber, was im Iran auf den Straßen geschieht und wir konnten somit einen ziemlich authentischen Eindruck von dem bekommen, was damals passiert ist auf den Straßen, wie es oft bei den Demonstrationen in Iran auf Teherans Straßen zuging. Und sie waren auch, also es war nicht nur, dass sie Twitter genutzt haben, sie haben es auch kreativ genutzt. Auf Twitter entstanden zum ersten Mal neue Zeichen, die als revolutionäre Codes gesehen wurden. Sie halfen den Protestern, den Aktivisten, sich heimlich zu verständigen und nutzten so auf eine sehr kreative und witzige Art und Weise die neuen Kommunikationstechniken. Und jetzt fragt sich natürlich jeder von Ihnen, wieso erzählt sie uns das? Das wissen wir doch alles. Und was bedeutet das denn eigentlich für uns? Ja, diese Frage müssen wir uns wirklich stellen. Was bedeutet eigentlich die ganze Bewegung im Iran? Hat sie eine globale Bedeutung? Ich denke, ja. Nicht nur unbedingt, weil irgendwie Iran im Mittelpunkt des Lebens steht und vielleicht jetzt für viel Aufregung sorgt durch die Atomgespräche. Nein. Diese Twitter-Revolution hat eins mit sich gebracht. Und das war die Möglichkeit für die Leute, sich mitzuteilen. Es löste eine globale Motivationswelle aus in vielen anderen Ländern. Die Nutzung des Netzes als neuen Kommunikationsweg zog sich durch alle die danach folgenden Proteste, besonders durch den arabischen Frühling zum Beispiel. Wir haben ganz viele Bilder aus Ägypten und Syrien gesehen, die uns genauso mitgenommen haben und genauso bewegt haben, wie die Bilder, die wir gerade gesehen haben. Aber, und jetzt kommen wir leider zu den negativen Seiten. Man muss sich doch fragen, wie sicher ist das Netz eigentlich? Wie gefährlich kann das denn sein? Denn wie so viele Entwicklungen hat auch diese ihre Schattenseite. Die iranische Regierung zum Beispiel begann das Netz sehr stark zu kontrollieren. Wir hatten es in der Anrede schon gehört. Es wurden einfach Netze gekappt, man hat es runtergedrosselt. Es war eigentlich gar nicht mehr nutzbar, das Netz. Aber nicht nur das, nicht nur, dass sie das runtergedrosselt haben, sie haben auch dieselben Techniken genutzt wie die Aktivisten, langsam und langsam. Und das half ihnen, um die Aktivisten zu identifizieren und weiterhin zu verfolgen. Und das sollte auch ein Denkanstoß sein, aber ich glaube, das wäre wieder komplett ein anderes Thema für nächsten Webmontag vielleicht. Durch das Internet und den neuen Kommunikationsmöglichkeiten der Demokratiebewegung haben wir festgestellt, sie sind eigentlich prinzipiell nur grundlegende technische Unterstützung. Aber die Siege und die Niederlagen einer Bewegung, die entscheiden sich auf der Straße, da wo die Wirklichkeit sich abspielt.
Alles andere bezeichnet auch Sergej Popovic, einer der Mitbegründer der Otpo-Bewegung, die damals 1990 das Milosevic-Regime gestürzt haben. Alles andere, sagt er, ist Kliktivism, sagt er. Kliktivism, damit meint er Sesselaktivisten. Damit prangert er eigentlich letztendlich uns Aktivisten im Ausland an, die sagen, nur bloßes Teilen von irgendwelchen brutalen Videos auf dem Internet, im Netz, das reicht nicht. Es ist noch nicht ausreichend. Wir müssen einen Schritt weiter gehen. Und wie sieht dieser Schritt weiter aus? Die Stärke der heutigen Protestbewegung ist das Organisieren der Menschen in kleinen Affiliate Groups, sogenannten Interessengruppen. Sie sind Aktivistengruppen, die sich klein halten, in kleinen Gruppen durch die Straßen gehen und so auf der einen Seite viel effektiver sind und zweitens auch für die Polizei viel schwerer kontrollierbar sind. Das sind Dinge, die müssen wir uns immer wieder vorhalten. Wir nutzen diese Mittel, aber wir müssen sie clever nutzen. Und das tun wir auch. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, neben all den technischen Mitteln, die wir haben, also wir haben einmal die Technik, wir haben einmal die Möglichkeit, unsere Meinung mitzuteilen, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass jeder Demokratiebewegung, jeder Bewegung und jedem Protest eine Demokratiebewegung der Zivilbevölkerung zugrunde liegt. Das heißt, es gibt neben im Iran und auch in Ägypten, bevor all diese Aufstände passiert sind, gab es zivile Bewegungen, die bereits seit Jahren zur Stärkung der Menschenrechte im Land und zur Regelung dessen enorm viel tun, von dem wir auch lernen können, von dem wir inspiriert werden können. Lange und mühevolle Vorarbeit ist wie das, ich muss es vorlesen, es ist so schön, ist das Säen des demokratischen Getreides sozusagen, welches erst den Boden der erfolgreichen Revolution ernährt. Das wird leider gern übersehen. Und auch irgendwie, naja, nicht übersehen, aber vielleicht ein bisschen zur Seite gekehrt, mehr oder weniger. Es ist, als ob wir wissen, dass das eine gibt, wir wissen, dass das andere gibt und wir wissen, dass es das andere gibt. Wir wissen, dass es aus vielen verschiedenen Komponenten so eine Bewegung überhaupt erst in Kraft kommen kann. Wir wissen, dass es, aber wieso lernen wir nicht draus? Tun wir, keine Angst. Denn auch, wir sind zwar Aktivisten, aber Aktivist sein heißt nicht nur bloßen Aktivismus zeigen. Das heißt auch mit Köpfchen rangehen und mit Strategie rangehen. Und das tun auch viele andere Leute und das schon seit Jahren. Sie haben festgestellt, dass es drei Grundprinzipien gibt, die ein erfolgreicher Aufbruch auf jeden Fall braucht. Das ist zunächst einmal Vision, also ein Plan, was wollen wir eigentlich tun? Es benötigt eine Unity, den Zusammenhalt der Menschen, die dynamische Einheit, Eintracht, die sich entwickelt durch so einen Protest. Und vor allen Dingen, was ganz, ganz wichtig ist, ist die Non-Violent Disziplin. Eine Protestbewegung darf nicht gewaltsam sein, weil dann würden wir uns doch genauso verhalten wie die wir anprangern. Die ganzen Diktatoren, die Milizen, die Staatsgewalt und. Deshalb, die Non-Violent Disziplin ist mit Abstand einer der wichtigsten Grundlagen. Laut? Ich mach's kurz von vorne. Ist jetzt laut? Ja? Okay. But there are some things which are universal, and I would like to point your attention to these three things we call principles for success. These are unity, planning, and nonviolent discipline. Unity is such an important thing in nonviolent struggle, and probably the biggest effort should be done to create a unity. It took us 10 years to persuade 18 leaders from opposition parties in Serbia to unite behind one presidential candidate. It took Egyptians 18 days to understand how clever they are if they use only flag of Egypt instead of their individual symbols, so people learn. Second very important thing is planning. There is no such thing as a spontaneous and successful nonviolent revolution. Events should be planned, strategy should be planned, tactics should be planned, people should be trained, and you don't go in nonviolent battlefield and expose your people to the threat without planning. So focus on planning. The third, the last, but of the biggest importance is the thing we call nonviolent discipline.
Very unlike military struggle, in nonviolent struggle you will win only if you stick to the nonviolent discipline. How many times have you seen the successful big rally or march of hundreds of thousands of people, and there is only one idiot or agent provocateur or a drunk man who throws a stone, and guess who gets the cover page? This guy. So you need to maintain nonviolent discipline in order to be successful. Keep on to the principles of nonviolent struggle, have a successful struggle, and have a nice day. Das war wieder Serdar Popovic, den ich vorhin schon zitiert hatte. Serdar Popovic, ich wiederhole es kurz nochmal. Er war damals der Mitbegründer der Otpo-Bewegung. Und die Otpo-Bewegung hat damals 1990 das Milosevic-Regime mit absolut gewaltlosen Mitteln gestürzt und war vielleicht mit Abstand einer der ersten Protestbewegungen, die wirklich tatsächlich gewaltlos war. Und darum geht es auch in Everyday Rebellion. Everyday Rebellion ist ein Projekt, ein großmediales Cross-Projekt der Riani-Brüder. Ich werde es ab jetzt ein bisschen verkürzen, weil der Herr da drüben hat schon mit mir ein bisschen geschimpft und ich will euch unbedingt den Trailer dieses Films zeigen. Everyday Rebellion ist ein crossmediales Projekt, das nicht nur über viele, viele Internetkanäle, also nicht nur durchs Internet läuft und nicht nur durch viele digitalen Kanäle verbreitet ist. Nein, Everyday Rebellion ist auch eine TV- und Dokumentation über die Geschichten der Aktivisten. Denn jeder hat eine Geschichte. Wir sind zwar immer alle bei einem Protest mitunter von tausenden Menschenmassen, aber jeder einzelne von ihnen hat eine Geschichte. Und diese Geschichten zu erzählen, darum geht es. Darum ging es auch übrigens bei der Occupy Wall Street, als sie die Open Mics gemacht haben. Everyday Rebellion besteht halt aus drei Dritteln. Wer mehr gerne zu Everyday Rebellion wissen möchte, kann natürlich auf www.everydayrebellion.com kommen oder kann später gerne zu mir kommen. Ich verkürze an der Stelle Everyday Rebellion und gehe auch damit direkt über zum Trailer. Der Trailer wird Ihnen einen Film zeigen, beziehungsweise den Trailer eines Films, der die Geschichten der Einzelnen erzählt, von Arbeitslosen, Studenten, Wirtschaftsexperten, Ärzte, Anwälte. Es geht durch alle Wirtschaftsbereiche, es geht durch alle, wie nennt sich das, Bevölkerungsschichten. Und deswegen, es sind hier in Everyday Rebellion die neuen Formen der Protestbewegung zusammengefasst, die neuen kreativen Formen, die zivilen Ungehorsam leisten, ohne dabei auch nur jemandem weh zu tun. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Trailer und werde dann danach noch was sagen. Children, we don't have much time. Let's get right to it. It's the end of the world. Somos personas normales y corrientes. Somos como tú. Unos nos consideramos más progresistas. Otros más conservadores. Pero todos estamos preocupados e indignados por el panorama político, económico y social. What is going on? When I first told my father he was against me participating in the protests, I told him that that's what I'm passionate for, and I will follow my passion. These are some criminal court summons. I have to go, which will be fun. There's a lot of ways to take space. There's never been a movement where people haven't had to go to jail. So the question, are we going to jail on their terms or our terms? I am not protesting. And what I do is give people like you hugs. All you need is a hug. No, you do need a hug. The good thing of nonviolent activities is you always have fun. People will support you because they're enjoying what they are doing. I think there's been more than one time in history when clowns have brought down governments. It's classic David versus Goliath. Small one wins. If it's only 10 of us, we will of course not call for the march of millions. 10 people can put between 200 and 300 symbols of the movement during one night. And everybody takes this idea that, oh, there is a movement, you know, they're everywhere.
And then, you know, people start joining you. بتصور انه النشاط المدني ما فينك ما فينه ينتزع من من اي دوله من الدول اذا في شباب عندهم هاي الافكار وعندهم هاي النوع من النشاط فهو بده يستمر بظل وجود اي نوع من انواع بالاخير نحن نتجرد منه ف transformed our naked body to special instrument of women's fight. Where did the consumers go? Where's my market? Where are my customers? The consumers consumed the consumers. Stop it! Our point is to be radical, but to be aggressive, not violent. There is a huge difference. أول مرة بسوريا بنشعر إنه نحن منتميين لوطن، نشعر إنه مثل اللي كان مخبى تحت شيء وكلنا نفضنا الغبرة عنه ولقيناه. That's ultimately the only way we can really fundamentally change the world that we're in is to rethink it. And you can't rethink it if you think in old ways. Show me what democracy looks like! They are always trying to kill us or to put us in jail. It's pointless because we will keep revolutioning. We will never stop. Creo que puedo cambiarlo. Sal con nosotros. Es tu derecho. Congress shall make no law respecting an establishment of religion. Or prohibiting the free exercise thereof. Free press, free people, redress! Protest! Amen, hallelujah! Die Kunst der Veränderung, the art of change, ist die Entmachtung der Regierungsstrukturen durch entwaffnete Kreativität, durch ein Lächeln. Gegenüber den Polizisten können wir viel mehr bewirken, als dass wir gegen sie kämpfen. Wir sollten aufhören, gegen sie kämpfen. Wir sollten sie auf unsere Seite ziehen. Weil erst wenn wir diese Leute auf unserer Seite haben, werden wir einen erfolgreichen Kampf in der Demokratie auch haben. Ich danke Ihnen zunächst erstmal fürs Zuhören. Ganz kurz, wenn Sie Everyday Rebellion gerne wenn Sie wissen wollen, wann der Film in den Kinos kommt, in Ihre Städte, weil das wird jetzt erstmal noch ein bisschen dauern, dann können Sie sich gerne in diese Liste, die ich gleich rumgeben werde, eintragen. Hier wird nach der E-Mail-Adresse gefragt, aber ich schwöre, dass wir die auch wirklich nur zu diesen Zwecken nutzen. Also Sie werden dann nur benachrichtigt und kriegen erhalten von uns ein Newsletter, wenn der Film in Ihrer Stadt in den Kinos kommt. Noch ein Schlusswort und dann danke ich Ihnen fürs Zuhören. Es lebe die Freiheit. Stop hoping, make it happen. Dankeschön. Vielen Dank, Nazim Gardini. Wenn ich gedrängelt haben sollte, dann wirklich nur aus dem einen Grund, damit wir noch Zeit haben für eine Frage oder zwei. Ich habe noch die eine, weil ja nun, Sie hatten es gesagt, im Iran sich einiges zu bewegen scheint. Es ist zum Beispiel das erste Mal, dass der Iran einen Außenminister hat, Mohammed Zarif heißt der, glaube ich, ne, der bei Twitter ist und, man höre und staune, ein zertifiziertes Account hat. Ich glaube, das ist das erste Regierungsmitglied im Iran, das ein zertifiziertes Account hat. Was heißt das jetzt? Was sagt uns das jetzt? Sagt uns das, dass das auch so eine kleine Verbeugung ist vor der grünen Revolution von vor 5 Jahren und deren Instrumenten? Oder ist sich das Regime inzwischen so sicher, dass es selbst mit diesen Werkzeugen arbeiten kann und sagen kann, wir haben das in der Hand? Das Mikro, im Zweifelsfall das andere. Nicht im Stream, am besten an das andere Mikro gehen. So, okay.
die Beantwortung dieser Frage, und jetzt verstehen Sie, warum ich die ganze Zeit darum getänzelt habe und nicht brav hinter dem Pult stand. Man sieht mich nicht, ne? Hallo. Auf jeden Fall, die Beantwortung dieser Frage ist sehr schwierig. Ich weiß es nicht. Ich frage Sie, was hat es zu bedeuten, dass Rouhani an einen der Mitbegründer von Twitter auch eine Twitter-Nachricht schreibt und sagt, hier, ich verspreche Ihnen, dass in Zukunft wir nicht unseren Leuten verbieten werden, Twitter zu nutzen. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Es lässt für uns alle natürlich irgendwie so ein bisschen den Anschein machen, dass sich was ändern wird, dass es ruhiger wird. Und ich weiß nicht, ich glaube, das ist vielleicht auch das, was die Leute im Iran wollen. Sie wollen einfach wieder, dass eine Ruhe einkehrt. Und vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch der Grund, warum so eine kleine Kompromissbereitschaft auch seitens Iran entsteht, ist, dass sie wirklich gelitten haben unter den Sanktionen. Also die westlichen Sanktionen, die haben in erster Linie das Volk getroffen und nicht die Regierungsmachthaber. Die haben darüber vielleicht nur gelächelt, weil das Geld, das haben die, das ist für sie nicht irgendwie so ein Schmerz. Und wenn sie jetzt irgendwie in der Automobilindustrie vielleicht mit Amerika und Deutschland nicht mehr kooperieren können, dann wechseln sie halt und gehen dann nach China oder nach Indien oder wo auch immer, nach Russland vor allen Dingen. Und deswegen eine Sanktion, deswegen freue ich mich auch so darüber, dass die vielleicht eventuell in Zukunft gelockert werden. Die Sanktion schädigt nur dem Volk und das Volk ist einfach nur ruhig, weil sie einfach wieder sich das täglich Brot leisten wollen. Preise sind so gestiegen, meistens ums Fünffache, dann ist es doch irgendwo dann schon verständlich, dass man sich sagt, naja, warum soll ich, ja. Hauptsache es wird besser. Genau. Vielen Dank, Nazim Gardin. Thank you.